Hier am Landgericht Hof ist der 35-jährige Paul K. nun verurteilt worden. Das Urteil lautet 12 Jahre Freiheitsstrafe wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung, schwerer Vergewaltigung und Geiselnahme an seiner damaligen Bewährungshelferin. Das Gericht hat zudem die Unterbringung in einer Psychiatrie angeordnet. Die Taten müssen für das Opfer ein Martyrium gewesen sein. Der Angeklagte hat seine ehemalige Bewährungshelferin in ihre Wohnung aufgesucht. Nachdem sie ihm arglos die Tür geöffnet hat, hat er sie überwältigt und sich Zutritt verschafft. Der Angeklagte hat bei der Tat einen Schlagring, ein Messer und auch ein Pfefferspray verwendet. Er hat die Bewährungshelferin dann über mehrere Stunden in der Wohnung festgehalten, hat sich an ihr vergangen und wollte letztendlich seinen Tatplan, nämlich sie zu töten, den er von vornherein gefasst hatte, in die Tat umsetzen. Passiert ist das alles im Mai 2023. Mit dem Messer wollte Paul K. gezielt in Richtung des Halses der 36-Jährigen zustechen. Diesen Messerstich in Richtung des Halses konnte die Geschädigte durch eine Abwehrbewegung mit dem Arm abwehren. Und erst als der Angeklagte zu Boden gefallen war und ihm die Kniescheibe rausgesprungen war und er deshalb bewegungsunfähig war, konnte er seinen Tatplan nicht mehr umsetzen und der Geschädigten ist die Flucht gelungen. Beim Prozessauftakt hatte der 35-Jährige durch seinen Verteidiger eine Erklärung verlesen lassen, in der er vollständig die Taten gesteht. Laut Gericht gab es Streitigkeiten um die Corona-Impfung. Paul K. war empört darüber, dass seine Bewährungshelferin geimpft ist. Außerdem sei er in das Opfer verliebt gewesen. Die Kammer ist aus verschiedenen Gründen zu diesem Urteil gekommen. Der Strafrahmen ist grundsätzlich dem schwersten verwirklichten Delikt zu entnehmen. Das ist hier der versuchte Mord. Der Strafrahmen für den versuchten Mord beträgt im Grundsatz ebenfalls wie den vollendeten Mord lebenslange Freiheitsstrafe. Es gibt die gesetzliche Möglichkeit, den Strafrahmen zu mildern, da die Tat im Versuchsstadium stecken geblieben ist. Davon hat die Kammer allerdings keinen Gebrauch gemacht, weil es letztendlich nur vom Zufall und vom Verhalten des Opfers abhängig war, dass der Angeklagte seinen Tatplan nicht verwirklichen konnte. Bei Paul K. ist eine Persönlichkeitsstörung festgestellt worden. Es wäre mit weiteren erheblichen Straftaten zu rechnen. Deshalb kommt er zunächst in eine Psychiatrie. Dieser Aufenthalt ist unbefristet. Vorerst geht er also nicht in den Strafvollzug. Paul K. wirkte während der Urteilsverkündung sehr emotionslos. Die meiste Zeit hat er runtergeschaut und das Urteil hat er auch angenommen. Er legt also keine Rechtsmittel ein. Trotzdem ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Auch das Opfer, das als Nebenklägerin auftritt, hat noch das Recht, innerhalb von einer Woche Revision einzulegen.